Ja, Freunde, damit willkommen zu einem neuen Video. Und zwar wurde am vergangenen Samstag das neue Motorrad von Gresini Ducati für die MotoGP-Saison 2024 vorgestellt. Wie ihr ja wisst, bin ich großer Marc Marquez-Fan. Der fährt ja eben ab der Saison das erste Mal für einen anderen Hersteller überhaupt in seiner MotoGP-Karriere. Und zwar an der Seite von seinem Bruder Alex Marquez sind die beiden jetzt eben wieder vereint bei Gresini Ducati. Und wir werden uns heute einfach mal das neue Motorrad anschauen. Lackierungstechnisch sieht das leider halt eigentlich fast 1:1 gleich aus wie das Vorgängermodell. Und natürlich auch die Frage, ob Marc Marquez damit sehr gute Chancen hat, den WM-Titel eventuell zu holen. Und ich schaue mir jetzt erstmal die ganzen Bilder an. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und Abo da. Schreibt auch gerne mal eure Meinung zum Motorrad und allgemein zur Frage, ob Marquez damit gute Titelchancen hat. Ja, das Motorrad eben hier, auch wie gewohnt in hellblau und rot, die Gresini-Farben und hier der gute Marc Marquez. Der hat auch ein paar neue Sponsoren mitgebracht. Das ist übrigens auch das allererste Team, was ein Motorrad vorgestellt hat. Die offiziellen weiteren Ducati-Motorräder werden, glaube ich, am 25. vorgestellt, also auch schon in 3 Tagen. Und bei Repsol Honda soll es ja auch interessant werden, nämlich haben die nicht mehr Red Bull als Sponsor und Repsol allgemein soll etwas kleiner auf dem Motorrad vertreten sein. Also schon interessant, was dieser Wechsel von Marquez auch da durcheinander gebracht hat mit den ganzen Sponsoren. Der Helm von Marquez ist auch relativ ähnlich nach wie vor, eben mit dem rot-blauen Design. Red Bull nach wie vor auch als Sponsor. Auf dem Motorrad ist Red Bull nicht zu sehen. Red Bull ist eben noch ein persönlicher Sponsor von Marc Marquez. Bei Gresini sind die Motorräder ja immer die Vorgänger, also die fahren jetzt aktuell in der Saison mit dem Motorrad aus 2023, aus dem Vorjahr. Aber genau, so sieht das Ganze eben aus. Was ganz interessant ist, und zwar ist eben hier der Anzug genau an der Stelle rot, wo halt auch das Motorrad quasi komplett rot ist. Und da, wo die Streifen auf dem Motorrad sind, ist der Anzug quasi auch mit den Streifen. Ganz interessant, das bildet dann eben so eine Linie. Hier noch Alex Marquez auch am Start auf dem Motorrad. So sieht das Ganze eben aus in all seiner Pracht, schön mit Akrapovic-Auspuff. Hier nochmal das ganze Team mit der Teamchefin Nadia Padovani, auch sehr, sehr cool. Im letzten Jahr konnte ja Alex Marquez auch, glaube ich, 2 Sprintrennen gewinnen, also schon ganz gut. Und allgemein, glaube ich, hat Marquez damit echt eine sehr gute Chance, um den Titel mitzufahren und eventuell den sogar zu holen. Also ich bin mal gespannt auf die ersten Auftritte von Marc Marquez auf dem neuen Motorrad, die Testfahrten, werden wir da eben auch die erste Action auf der Strecke sehen. Genau, das eben dazu. Hier nochmal Gresini Racing, wahrscheinlich die Unterschrift von Fausto Gresini, dem ehemaligen Teamchef, der leider eben an Corona damals verstorben ist und deshalb hat eben seine Frau Nadja das Team übernommen. Wir schauen nochmal ganz kurz rein in die offizielle Teampräsentation. Ich hoffe, das wird nicht irgendwie gecopyright-striked oder so. Da sieht man eben nochmal die Motorräder, wie sie vorgestellt worden sind. Rechts das von Marc Marquez mit der 93. Die Show auch sehr lang insgesamt gewesen, über 2 Stunden, und da jetzt hier Marc Marquez am Start. Quite a strange feeling, a lot of years with a team. But this is a beautiful challenge. Da freue ich mich echt schon auf die ersten Testfahrten, die ersten Wochenenden, wenn da die MotoGP-Saison endlich losgeht. Da noch die beiden zusammen jetzt am Start. Ja, ich würde auch sagen, damit sind wir am Ende von diesem Video. Lasst gerne ein Like und Abo da, wenn ihr neu seid, keine weiteren Videos verpassen wollt, weil zu dieser Teampräsentation wollte ich auf jeden Fall ein Video machen. Zum neuen Gresini-Team mit Marc Marquez. Zu ein paar anderen Teams mache ich eventuell auch ein Video. Mal schauen. Repsol Honda klingt eigentlich auch ganz interessant, weil da das Design sich auch eben ein bisschen ändern könnte. Und ja, ich würde sagen, damit war's das. Ich bin leider wieder ein bisschen erkältet. Habt doch einen schönen Tag, haut rein, bis zu einem anderen Video und schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare und ciao!